Durch das Wendemanöver eines 60-jährigen Autofahrers wurden am 3. März auf der Reichenbacher Straße in Fraureuth mehrere Fahrzeuge in einen schweren Unfall verwickelt. Es ist ein Verkehrsunfall passiert mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der S289 Abzweig Gospersgrün. Von den drei Fahrzeugen waren drei Personen verletzt, davon ein eingeklemmt. Wir wurden 11.06 Uhr alarmiert, die Feuerwehren Gospersgrün, Beiersdorf, Fraureuth und zeitgleich die Feuerwehr Neumark über die Leitstelle Plauen. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Ford Fiesta die Reichenbacher Straße aus Richtung Ruppertsgrün. Im Einmündungsbereich zur Schulstraße begann er sein Wendemanöver. Dabei stieß ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter gegen die linke hintere Seite des Ford. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford nach rechts gedrängt und fuhr in das angrenzende Feld. Da der Mercedes-Fahrer zuvor nach links ausgewichen war, kam es auf der Gegenfahrbahn zum Frontalzusammenstoß mit dem Fiat eines 47-Jährigen. Dabei drehte sich der Fiat um 180 Grad und kam im angrenzenden Seitengraben zum Stillstand. Der Sprinter schleuderte quer zum Fahrbahnverlauf in den Seitengraben. Der Fiat-Fahrer war in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste schwer verletzt von der Feuerwehr gerettet werden. Wenn man so auf der Anfahrt ist zum Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, rechnet man ja immer erstmal mit dem Schlimmsten. Und es sind immer halt schwierige Einsätze mit den Verletzten. Man weiß ja nie, was man vorfindet. Und es sind auch emotional immer schwierige Einsätze, sowas. Der Mercedes-Fahrer hatte Glück im Unglück. Er kam mit leichten Blessuren davon. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.